Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Es ist Freitag, der 30. August und es ist ein Freitag und das heißt, es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn Netflix keinen neuen Exklusivtitel veröffentlicht. Das haben sie getan, er heißt The Deliverance, ist von Regisseur Lee Daniels und wir werden ihn jetzt hier besprechen. Das bin einmal ich, der liebe Stu, der Teufel nennt sich immer zuerst und bei mir ist der werte Zero. Grüß dich Zero und Amen. Salve Stu. Salve auch an dich. Mein lieber, wir beide haben uns im Vorfeld gemeldet, dass wir Interesse haben an The Deliverance, der in den USA sogar für kurze Zeit im Kino lief. Vielleicht auch, weil die Darsteller und vor allem der Regisseur, die Daniels in den USA wesentlich prominenter sind als hierzulande. Und ich finde auch, dass Netflix jetzt nicht so viel Buhai um den Film macht bei uns in Deutschland. Aber warum hast du dich trotzdem vorab gemeldet, weil du gesagt hast, ich möchte diesen Film gerne sehen? Was war der Grund? Also ganz ehrlich zu sein, wir haben ja immer so eine Auswahl von Sachen, die wir besprechen wollen von den Streamern. Und das war der Einzige, der mich interessiert hat. Okay. Irgendwas wollte ich machen. Und nein, es war auch dazu noch, ist es im Horrorbereich angesiedelt, da habe ich immer Bock, alles irgendwie ein bisschen zu sehen. Und danach habe ich mich aber erst informiert, dass der halt auch so Filme wie Precious gemacht hat, die auch halt sehr gut angekommen sind, auch bei mir. Und dann habe ich den Cast mal auch durchgeguckt und dachte, okay, so schlecht hast du dich erstmal im Vorhinein nicht entschieden. Und dann war ich auch eigentlich doch leicht gespannt bis gehypt. Ja, bei mir war es hauptsächlich der Grund so, ich wollte wissen, wie Lee Daniels Horror inszeniert, weil der Mann ja, wie gesagt, vorher so Dramen gemacht hat, wie, du hast es schon gesagt, Precious, wo ja Monique auch einen Oscar für bekommen hat und die ist hier jetzt auch seit längerer Zeit mal wieder zu sehen, als Mitarbeiterin des Jugendamtes, glaube ich, ist es die Rolle, die sie hat. Und ansonsten versammelt er hier auch wirklich viele Darsteller, Darstellerinnen, mit denen er schon vorher zusammengearbeitet hat. Die Hauptdarstellerin Andra Day, mit der hat er dieses Billie Holiday Biopic gedreht. Der bekannteste Darsteller, glaube ich, für uns dürfte aber wohl sein Caleb McLaughlin. Den kennt man unter anderem aus Stranger Things. Okay, ich hätte gesagt Glenn Close. Stimmt. Ja, wobei, stimmt. Glenn Close habe ich aber auch komplett vergessen, die durchaus auch ein bisschen heraussticht. Auch so ihre Rolle, sie spielt ja so die krebskranke Großmutter und man muss ja sagen, sie ist auch die einzige kaukasische Figur in dem Film, die ein bisschen mehr Screentime hat, die auch eine gewisse Wichtigkeit hat. Was ich jetzt, also wie gesagt, ob das ist, ob die jetzt weiß oder schwarz ist, mir ziemlich egal, aber es gibt ja schon durchaus, dass der Film das auch behandelt, weil sie ja die Mutter ist von der Hauptfigur. Aber jetzt drehen wir uns so ein bisschen im Kreis und haben eigentlich noch gar nicht gesagt, worum es so richtig geht. Ich habe gesagt, das ist ein Horrorfilm und was genau für ein Horrorfilm das ist, das könnt ihr vielleicht erfahren dank des werten Herrn Zero, denn der Zero kann jetzt mal kurz sagen, The Deliverance, worum geht es eigentlich? Worum geht es eigentlich? Also wir haben die alleinerziehende Mutter, Ebony Jackson, gespielt, wie du schon erwähnt hast, von Andra Day. Die zieht halt mit ihrer krebserkrankten Mutter, Alberta, gespielt von Glenn Close, und ihren drei schulpflichtigen Kindern. Das Alter wird irgendwie nicht genannt. Ich schätze mal, der Jüngste ist 12, 11, so in einem Dreh. Der Älteste wird 16, 17 sein. Zieht in ein neues Haus, um neu anzufangen. Jetzt ist natürlich das Problem, neben ihrer Alkoholabhängigkeit, die sie hat oder mit der sie kämpfen hat, ist auch ihr Erziehungsstil sehr, sehr zweifelhaft und sehr gewaltgeprägt. Und dann hat sie halt nicht nur Probleme mit dem Jugendamt in Form von Monique, sondern es passieren auch unerklärliche Dinge in ihrem neuen Haus. Und das wird immer mehr und mehr und spitzt sich dann in der letzten halben Stunde ordentlich zu. Ich glaube, ich meine, dass wenn man sich ein bisschen mit dem Film beschäftigt hat, dann wird man das schnell rausfinden. Deswegen glaube ich, ist es kein Spoiler. Aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung Exorzismus, ne? Ja, und das beim Anfang war noch eingeblendet, nach wahren Begebenheiten. Ich habe da mal reingelesen, da geht es um die Geschichte, wer danach gucken will, um LaToya Emmons. Ne? Und da gibt es dann Berichte, dass auch die Polizei, auch was als Szenen in dem Film vorkommt, genau so beschrieben hat, auch Krankenhausmitarbeiter. Dann heißt es aber auch wieder von irgendwelchen Sozialarbeitern, die haben das den jüngsten Sohn von ihr mal befragt und der hat immer in diesen dämonischen Zungen gesprochen, wenn er irgendwie auf eine Frage keine Antwort hatte. Und das war dann auch ein bisschen komisch immer. Also es gibt da schon Background, der auf wahren Begebenheiten irgendwie leicht beruht. Ja, also
Es ist ja immer nur dann ein Horrorfilm, wenn man sagen kann, es basiert auf einer wahren Geschichte. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Und ja, jetzt ist es ja so, Lee Daniels, wir haben es schon gesagt, hat sich eher durch Dramen einen Namen gemacht, vor allem in den USA. Und ich war durchaus gespannt, was er jetzt macht. Und ich sag mal so, rein runtergebrochen von der Technik, von der Inszenierung, ist das solide. Also da ist nichts dran für mich, was ich wirklich total herausragend finde, aber ist auch nichts inszeniert so, dass ich sage, das ist gescheitert. Es ist genauso, wie ich mir, glaube ich, einen Exorzismus-Horrorfilm vorstelle, im guten, neben schlechten Sinne. Wie ist es bei dir, die Inszenierung angekommen? Das ist nämlich genau das Ding, wo ich vorhin sehr lange überlegt hatte. Ich habe, was finde ich denn jetzt schlecht am Film? Man muss ja irgendwie so rangehen und die Punkte runterrechnen, ne? Weil sonst hätten alle Filme 10 von 10 Punkte. Und dann habe ich überlegt, okay, selbst die Musik, die im Hintergrund kommt, ja, ist standardmäßig Horror, aber stört mich nicht, gehört dazu, ist gut. Okay. Die Inszenierung, die Bilder, alles passig, ne? Alles super. Und dann habe ich überlegt, mit welchem Film könnte ich ihn jetzt ein bisschen vergleichen? Und dann habe ich halt an dem Film, der im Kino kam, Exorzist, Bekenntnis hieß der, glaube ich, auf Deutsch, ne? Mhm. Also der neuere. Und den fand ich ja schrecklich, also richtig schlecht. Und den hingegen fand ich dadurch, den fand ich einfach nur gut. Also ich hätte den eher am Kino gesehen als den anderen. Und jetzt für wirklich bei uns in Deutschland, hier für einen Streaming-Titel, ist das schon ein ordentliches Brett mit, ja, das Ende. Ne? Da kommen wir gleich bestimmt noch zu. Das hat dann ein bisschen ausschlaggebend, was ich nicht so geil fand. Aber wie du sagst, Inszenierung, alles ist Peak. Also für Streaming ist das schon ganz, ganz großes Kino. Wobei, also es ist so ein bisschen mit Exorzismusfilmen wie mit Hai-Filmen. Es gab halt bei dem Hai-Film, es gab der weiße Hai und beim Exorzismus gab es der Exorzist von William Friedkin. Das waren halt beides Filme, die eigentlich schon alles gesagt haben und schon den Höhepunkt dieses, ich nenne es mal Genres, erreicht hat. Und nichts, was danach kam, konnte sich mit dem wirklich messen. Und auch der Deliverance ist. Also wenn du Deliverance wirklich mit dem ersten Exorzist vergleichst, da stinkt der Deliverance aber wirklich katastrophal ab. Aber er hat ein paar Sachen, die ich ganz interessant finde. Zum Beispiel, man kann natürlich auch diese Besessenheit oft wirklich auch lesen als familiäre Tragödie, als Problematik innerhalb der Tragödie, der Familie meine ich natürlich, weil die Familienverhältnisse sind ja sehr zerrüttet, der Vater sind, glaube ich, in Scheidungen, der ist Soldat und der möchte die Kinder haben, es gibt viel Stress mit dem Jugendamt, es gibt Gewalttätigkeiten, die Mutter, die Großmutter ist an Krebs erkrankt, das sind alles so Faktoren, dass man durchaus darin lesen kann, dass es letztlich um eine Familie geht, die quasi mit sich selbst kämpft. Und ich fand es auch tatsächlich spannend, immer dann, wenn der Film es so ein bisschen offen gelassen hat, weil man nie so richtig wusste, okay, ist es jetzt wirklich der Teufel oder ein Dämon oder liegt es halt wirklich daran, dass die Mutter einfach einmal nicht mehr Herr der Lage ist und nicht sich weiter zu helfen weiß, als halt eben mit Gewalt zu reagieren, genauso wie ihre Mutter es vermutlich auch in ihrer Kindheit getan hat. Das fand ich einen interessanten Ansatz, den lässt der Film aber relativ schnell fallen, um sich dann halt dem obligatorischen Buhai des Genres zu widmen. Finde ich okay, aber ich sag's ganz ehrlich, er hat interessante Ansätze für mich, der Film, aber die verfolgt er mir nicht lang genug und danach wird's ein relativer Standard Exorzismus, Horror. Ich habe schon echt schlechtere davon gesehen. Du hast schon gerade gesagt, Exorzist Bekenntnis war furchtbar. Also da ist der wirklich, hui, Deliverance ist dagegen wirklich A plus mit Sahne. Aber nichtsdestotrotz kann ich nicht von mir behaupten, dass ich nach der Sichtung des Films irgendwie das Gefühl hätte, ich habe jetzt gerade was wirklich Gutes, was wirklich Großes gesehen. Wie war es da bei dir? Also, deutlich anders. Mal wieder. Oder deutlich ist auch falsch. Also es ist ja ungefähr, ich glaube, ich habe geguckt, der geht ja auch 111 Minuten, also fast 2 Stunden und ungefähr auch zur Mitte war bei mir, da fing es halt dann an, dass diese übernatürlichen Sachen überhand nehmen. Weil vorher habe ich die noch abgetan, okay, die Mutter, die hängt auch gerne mal so in einer Flasche. Vielleicht sind das einfach von ihr so ein paar Einbildungen, dass sie mit reinspielt, weil dieses familiäre Drama fand ich auch ganz stark. Das war so ein bisschen Elevated Horror, ja, leid schon fast eher, aber das fand ich gut. Ne? Und vor allem mit dem guten Schauspiel von allen Darstellern, die da sind, die sind halt alle gut. Also da kann man, da nehme ich keinen raus, da war keiner, wo ich sage, das wäre jetzt aber ein bisschen anstrengend. Die haben alle gut abgeliefert. Außer vielleicht Oma Epps als komischen Love Interest zwischendurch mal von Glenn Close. Was sollte der? Das habe ich nicht verstanden. Was sollte diese Rolle? Das war so ein bisschen, oh cool, Oma Epps ist da, aber ansonsten war das war eine strange Rolle, wirklich. Ja, man wollte wohl mir nochmal zeigen, dass Glenn Close halt eigentlich so eine ältere Ho ist. So wird sie dann auch wie betitelt, ne, von so ein paar anderen Frauen.
Aber er war auch, fand ich auch unnötig, hätte man nicht gebraucht, weil die ist ja schon mit der Krebserkrankung eh schon auch im Mittelpunkt da. Da merkt man schon, dass sie leidet. Und ich fand es richtig gut, also ich finde es allgemein gut, wenn ich bei Schauspielern immer nicht die Schauspieler so für die ganze Zeit im Gesicht habe, dass es jetzt Harrison Ford, der spielt jetzt irgendwas. Ich habe bei Glenn Close einfach vergessen, dass es Glenn Close ist, was natürlich auch in einer guten Maske und ne, mit den Haaren oder Nichthaaren halt dann so lag. Aber ich habe, okay, es ist jetzt halt da die Mutter, ne? Also das passte da alles gut zusammen. Und dann kam halt die zweite Hälfte des Films, wo es vom Familiendrama mit vielleicht übernatürlichem Hintergrund zu der Übernatürlichkeit rüberging. Da hatte ich noch anfangs Spaß und dann kam Reverend, wie hieß sie, Bernice James dazu. Die hat dann auch den Exorzismus, oder es wird ja auch anders benannt, ausführt. Und da war für mich vorbei, weil dann ging es in so eine Religionsrichtung. Und ja, wenn du jetzt auch nicht hart religiös bist, dann hat mich dann auch nur ein bisschen abgenervt. Und da hat er mich dann verloren im letzten Teil. Oder auch halt diese Parts haben mich halt genervt, obwohl es immer noch gut aussah. Aber ich konnte das dann nicht hören, ja, du musst unbedingt glauben. Und das war so dogmenmäßig. Und da dachte ich mir so, Leute, nee, das braucht man heute auch nicht mehr. Ja, also natürlich, wenn du so ein Thema wie Exorzismus hast und ihn dann auch so klassisch, sag ich mal, durchführst, dann brauchst du natürlich auch die katholische Kirche. Das ist natürlich klar, das geht nicht anders. Aber ich muss auch sagen, dieses ganze Genre ist so, wie gesagt, seit der Exorzist da war, kam halt einfach nichts wirklich Neues mehr dazu. Ich würde mir, glaube ich, auch mal wünschen, dass sich jemand mal traut, da wirklich noch ein bisschen Tabula Rasa zu machen. Aber das ist jetzt Deliverance nicht. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass der Regisseur Lee Daniels irgendwie mal beweisen wollte, dass er eben auch mehr drehen kann als diese obligatorischen Dramen. Weil der Film ja durchaus so anfängt wie ein typischer Lee Daniels-Film. Also die ersten paar Minuten könntest du auch sagen, okay, das ist Precious 2. Und er dreht sich ja dann nach und nach. Ja, also der ganze Dramenpart, das ist halt, das macht er wahrscheinlich im Schlaf und dreht, also viele auch von seinen anderen Darstellern, die da dabei sind. Ich glaube, Glenn Close, dann hast du ja schon Andrew Dray vorhin gesagt und ich kann den Namen nicht aussprechen, Jonane Ellis Taylor, die sind ja auch Oscar-Nominierte gewesen. Das sind also alles High-Class-Schauspieler und die haben auch, die haben schon übrigens zusammengearbeitet und die können was und das sieht man und das reißt der Top ab. Also ab da habe ich gedacht, okay, wenn das ein 5-von-5-Punkte-Film wird, als Drama, könnte möglich sein. Und dann kommt halt der Dreh und der dreht halt weder zu wenig ab, wo ich dann sage, wenn er richtig 100% reingegangen wäre und das übertrieben hätte, okay, ja, funny, ne? Oder halt vernünftigen Drehpunkt gefunden hätte, aber so hat er einen halt leider ein bisschen verloren. Ja, also für mich, und das meine ich gar nicht böse, ich fand den Film jetzt nicht schrecklich oder so. Ich fand den okay, halt wirklich okay, so. Er ist halt einfach Standard. Er ist in seinem Familiendrama ist er Standard und er ist halt in seinem Exorzismusbereich auch Standard. Und wie gesagt, ich habe in meinem Leben schon weitaus schlimmere Horrorfilme gesehen. Ich muss auch sagen, es gefällt mir auch ganz gut, dass er hat zwar so diese obligatorischen Jumpscares mit drin, aber er versucht zumindest auch oft auf Atmosphäre zu gehen. Und das funktioniert auch ganz häufig. Es gibt durchaus Szenen, die bei mir relativ auf fruchtbaren Boden gestoßen sind. Da war ich dann auch wirklich investiert. Aber manchmal hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, er traut sich dann auch nicht, so ein paar Fragen offen zu lassen oder er traut sich auch nicht mal, dem Publikum selbst eigene Schlüsse ziehen zu lassen. Es wird alles gezeigt, es wird alles irgendwie aufgeklärt. Ich kann es verstehen, dass man das macht, aber am Ende war es halt so ein Film, ja, ich habe ihn jetzt gesehen, ich fand den, der war okay. Ich habe meine Zeit bei Netflix schon weitaus schlimmer verbracht, ganz klar. Aber das ist jetzt kein Film, den ich wirklich Leuten empfehlen würde und ist auch kein Film, den ich jetzt aus meiner Watchliste also nicht löschen würde, weil ich mir denke, vielleicht in ein, zwei Jahren gucke ich den nochmal. Ja, das sehe ich schwierig. Also ich würde den, ob ich jetzt nochmal zwei, drei Tagen gucke, definitiv nicht. Ne? Dafür ist er zu frisch. Ach, gib's doch zu, du guckst doch jetzt schon wieder. Ich höre es doch. Aber das ist so ein Ding, der ist halt auch, glaube ich, eher auch so für so ein bisschen Horror-Anfänger. Der hat halt nur meiner Meinung nach zwei, drei Szenen, die ein bisschen härter sind, wo du dann auch sagst, okay, das ist ein bisschen blutig, gory, aber ansonsten ist er ja doch auch relativ, was er zeigt, in Klammern handzahm und kann man, ich glaube, also wenn der auf Netflix nicht auf 1 landet und immer der ganze andere Schrott schon, fände ich sehr schade, würde mich aber leider nicht wundern. Also ich weiß nicht, ob er auf Platz 1 landet, weil dafür hat er neben Glenn Close jetzt keine Besetzung, die jetzt bei uns in Deutschland so populär ist. Und wie gesagt,
ich war überrascht, als ich den heute gesucht habe, dass der nicht sofort auf der Startseite war. Ich musste wirklich erst den Titel bei Netflix suchen, bevor der mir den angezeigt hat. Und wenn ich bedenke, wie penetrant mir Netflix andere Eigenproduktionen vorschlägt, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass Deliverance in unseren Breitengraden vielleicht nicht so erfolgreich ist. Er hat es nicht verdient. Also ich finde, der, wenn der jetzt auf Platz 1 von Netflix-Filmen geht, dann hätte ich damit kein Problem. Das gibt Filme von Netflix, die waren, glaube ich, dann erfolgreicher, die es weniger verdient hätten. Aber alles in allem muss ich sagen, und ich würde jetzt einfach mal ganz, ja, nonchalant zum Fazit übergehen, außer du hast noch irgendwas zu sagen? Ich habe viel zu sagen, aber nicht mehr zum Film. Okay, würde ich einfach mal, also mein Fazit sieht wie folgt aus. Es ist ein solider Exorzismusfilm, es ist ein solides Familiendrama, der ist solide inszeniert, solide gespielt. Nichts sticht für mich so richtig raus, weder im Positiven wie im Negativen. Kann man sich angucken, ist, wie gesagt, das Genre ist überfüllt von Filmen, die schlechter sind. Aber ihr solltet nicht den Fehler machen, zumindest aus meiner Perspektive, da zu erwarten, dass es jetzt ein hammermäßiger, super krasser Megafilm ist. Das ist er auf gar keinen Fall. Aber wenn ihr unbedingt Bock habt auf Exorzismus-Horror, dann sollte euch Deliverance doch relativ, ja, sättigen. Das wäre mein Fazit. Wie sieht's mit deinem aus? Also ich kann mich an viel bei dir anschließen. Außer statt solide würde ich vielleicht sogar wirklich sehenswert noch dranhängen. Ich finde es wirklich ist ein sehenswerter Film. Gerade wenn man im Streaming gerade irgendwas sucht, was neu ist, sollte man da schon mal reinschauen. Ich finde, er kommt genau einen Monat zu früh. Der hätte so Anfang Oktober eigentlich gut reingepasst zur Halloween-Zeit. Aber als Exorzismusfilm, wie du es schon erwähnt hast, ist das ein ganz solides Ding. Kann man sich gut weggucken und macht halt einfach auch nichts falsch großartig. Ne? Dieses Religionsding hatte ich schon genannt. Geht mir persönlich halt derbe auf den Sack. Aber wer da drüber hinwegsehen kann... Dafür kommst du in die Hölle, ist dir klar, ne? Ja, ich bin halt auch ein Gott der Motherfucker. Ist okay. Kann ich mit leben. Da ist eh mehr Party. Aber wer da auch noch drüber hinwegsehen kann, hat, glaube ich, noch deutlich mehr Spaß sogar als ich. Oder wie ich. Und ja, schaut euch das Ding ruhig gerne an. Gut, dann würde ich sagen, lass uns mal uns verabschieden, denn unser Scheiterhaufen wartet schon auf uns. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Außerdem haben wir eine eigene Webseite, www.tele-stammtisch.de. Da könnt ihr alle unsere Podcasts finden. Und wenn ihr beichten wollt und eure Sünden loswerden wollt an Pater Zero, könnt ihr das unter anderem tun bei Discord. www.tele-stammtisch.de/Discord ist es, glaube ich. Und da könnt ihr gerne dazustoßen, könnt ihr mit uns reden, Feedback geben, Vorschläge machen, über Schwachsinn reden, über die neuesten Serienfolgen diskutieren, über Filme reden, alles möglich bei uns im Discord. Wir freuen uns, wenn ihr kommt. Wir haben schon eine relativ schöne Community zusammen und ja, ihr seid herzlich willkommen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören nochmal. Bis zu demnächst. Tschüss und Zero. Bei Gottes Namen, dir gebührt das letzte Wort. All meine Söhne und Töchter, schlaft gut und wandelt in der Nacht. Auf Wiedersehen. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.